Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Project Unstable Staffel 2. Heute dabei ist der Purple. Hallo. Und wir fangen heute an mit Blood Magic. Ja. Yay. Blood Magic. Yay. Ich zeig dann auch gleich den Raum, den ich schon halb fertig habe. Krieg ich jetzt mein Geld? Nein. Ach, Mann. Ich habe noch ein paar Erze zwischenzeitlich gemacht, weil wir werden ein paar Dinge brauchen. Eisen, Gold und so weiter und eine Dia. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Dias, ne? Egal. So. Dia, Furnace, ich glaube zwei Gold waren's und Cleanstone und wir haben einen Blood Altar. Sehr gut. Und dann brauchen wir jetzt noch ein Sacrificial Knife. Gold, Eisen und Glas. Okay. Damit wir uns selber, ja, damit wir zum Emo werden können und uns selber ritzen. Das ist im Endeffekt der ganze Sinn dahinter. Da. So, das ist der Blood-Magic-Raum. Decke fehlt noch ein bisschen, aber an und für sich. Die einzelnen Tiers habe ich schon mal soweit fertig gebaut. Überall, wo Cobblestone hier ist und hier im Boden. Da kommen dann Blood-Runes bzw. andere Dinger hin, die dem Altar beim Upgraden helfen. Und ich stelle erstmal den Altar in die Mitte. Und das Erste, was wir machen, uns ein wenig Leid zufügen und uns selber fressen, nicht fressen, halb töten. In der Zwischenzeit könnte ich noch mal vielleicht was zu essen mitnehmen. Ups. Ich hatte Rechtsklick gehalten und ja. Ich hatte Rechtsklick gehalten und gescrollt, obwohl ich was essen wollte eigentlich. Ja, also ihr müsst aufpassen, das Ding kann euch wirklich töten. Und der große Nachteil in der ganzen Sache ist, wir können jetzt 5 Minuten lang kein Blood Magic machen. Weil wir jetzt den Effekt Soulfray haben, der sorgt dafür, dass wir uns selbst kein Blut abzapfen können, wenn ich das mache. Also ich kann es machen, komischerweise. Warte mal. Warte. Warte, 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 warte. Nee, doch, es geht. Wahnsinn, es geht noch. Es ist doch nicht drin. Ha. Glück gehabt. So. Was wir jetzt als erstes brauchen, ist ein... nicht Sigil of Sight, sondern Division Sigil. Das ist das hier. Das ist Glas und eine Blank Slate. Und wir brauchen noch einen Blood Orb. Für einen Blood Orb müssen wir einen Dia in den Blood Altar werfen. Okay. Das kriegen wir hin. Ein Dia. Habe ich hier noch einen? Da habe ich noch einen. So. Sinn und Zweck von Blood Magic ist also, sich immer zu verletzen und was weiß ich nicht alles. So, wir brauchen dafür 2000 Life Points. Ich glaube, ein Herz gab 250. War das so? Purple? Ja, ich weiß es nicht. Ich kann Blood Magic nehmen. Ich muss gerade überlegen. Wie habe ich da jetzt reingesteckt schon? Das Problem ist halt wirklich, man braucht hier irgendwie Regen, wäre halt nicht schlecht. Wir könnten natürlich, warte mal, was braucht man dafür? Okay, also Regen, Potion ist nicht so einfach zu machen, weil wir keine Gast hier haben. Und halt am Anfang, Blood Magic ist so ein bisschen nervig, was das angeht. Weil man erstmal sehr viel tun muss, um am Ende eigentlich gar nichts rauszukriegen. Aber nun gut, so. Stein kann ich nochmal einschmelzen. Den brauchen wir noch. Dann. Was ist denn? Blood Magic. Deck of Sacrifice braucht Tier 2. Okay, dafür brauchen wir Blood Runes, dafür brauchen wir Stein und Blank Slates. Eieieiei. Na komm. Ja. Wir heilen uns und. Ja. Es kann sich nur um Stunden handeln. Jetzt irgendwie vielleicht hier irgendwas. Potion of Healing. Ich glaube, ich weiß, was wir uns machen. Wir machen uns Potion of Healing.
Weil die gibt ja Instant Health. Das wäre eigentlich das Schlauste, was wir machen könnten, oder? Ich denke mal schon, ne? Dafür brauchen wir eine Blaze Rod. Drunter Cobblestone für das Ding. Und dann ein paar Flashline. So. Die mit Wasser füllen. So. Und wir haben Netherwarzen. Irgendwo. Netherwarzen. Und das war eine glitzernde Melone. Glitzernde Melone, ja, die kriegen wir hin. So. Glowstone nehme ich auch mal ein bisschen mit. Und dann. Melone war hier. Das da. Wie war glitzernde Melone? Ich glaube, Gold Nuggets einmal um eine Melone, ne? Sehr gut. Gut, dann lasse ich das gleich mal unten bei Blood Magic durchblubbern. Weil wir brauchen es ja erstmal. So. Water Bottle, Water Bottle, Water Bottle. Und Nether Ward. In der Zwischenzeit können wir hier nochmal ein wenig Leben opfern. Okay. Ich weiß halt nicht, wie viel da drin ist. Das ist halt das Problem. Wenn man am Anfang keinen Division Cycle hat, ist das immer ein bisschen nervig. Und man braucht halt so einen blöden Blood Orb. Dafür. So, Arcward Potion Hammer. Dann kommt da jetzt eine glitzernde Melone rein. Es geht ja schnell. Und wenn das fertig ist, noch ein Glowstone und dann können wir das ganze Ding nochmal machen. Dann können wir auf jeden Fall erstmal genug Leben reinpacken, um uns ein Weak Blood Orb zu machen. So, ja, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. So. Okay. Komm, blubber durch. Instant Heals 2. Ach guck mal, gibt's sogar ein Achievement. Local Brewery. So. Gibt nicht ganz so viel, wie ich mir erhofft hatte, aber... Das sind alles nachwachsende Rohstoffe, die wir hier verwenden. Alles Bio. So, okay. Jetzt dürfte ich eigentlich genug haben, um mir einen Weak Blood Orb zu machen, hoffe ich. So, einfach den Diamanten dann in den Blattaltar reinwerfen und warten. Und dann kriegt ihr irgendwann einen Weak Blood Orb. Komm, blubber durch. So, sehr schön. Noch eine Glowstone rein. Glas habe ich. Ich habe hier noch gar keine Workbench. Können wir mal ändern. Ach nee, doch, ich habe eine. Ah, brauche ich keine machen. Da unten steht eine. Das Ding. So, kann man auch mal hier irgendwie hinstellen. So, dann müssen wir noch einen Cleanstone in den Altar werfen und dafür brauchen wir... Wie viel wir brauchen? 1000 Life Points. Eieiei, für eine Slate nur. So, und wir haben den Weak Blood Orb. Dann können wir jetzt nochmal das Ding hier reinwerfen. Den, na, wie heißt's? Die Slate. Und da ist auch schon fertig. Ich fülle in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen Blutkonserven auf hier drinne. So. Und nochmal einmal. So. Okay. Und dann in der Zwischenzeit. Wir können jetzt die Blank Slate nehmen. Throne of Weak Blood Orb und Glas drum und wir kriegen einen Division Cycle. Wenn wir Rechtsklick machen, sehen wir, wie viel Essenz in unserem Netzwerk ist. Und wenn wir Rechtsklick auf dem Blood Altar machen, sehen wir, wie viel im Blood Altar ist. Blood Altar habe ich jetzt gerade noch 3700. Und was ich noch machen muss mit dem Weak Blood Orb, müssen wir dann noch einmal Rechtsklick machen. Allerdings warte ich, bis ich ein bisschen mehr Leben habe. Also bin ich gleich wieder tot. Und das ist nicht so toll.
Ich glaube, ich muss mir dann irgendwann mal Netawarzen und alles Mögliche nochmal automatisieren. Damit wir ein paar Instant Health Potion haben. Weil ich glaube, die sind ein bisschen schöner als Regen. Weil die Regen-Blume von Botania, die so wunderschön war, hat ja jetzt diesen nervigen, bösen Debuff. Und ist nicht so toll. So, da bin ich wieder. Kurze Unterbrechung. Ja, wir haben das. Und ich mache mal einmal Rechtsklick. So. Und jetzt steht da Current Owner Dr. Schnauzer. Und wenn wir mal Rest mit dem Division Sagel machen, sehen wir, dass wir 200 LP, also doch nicht 250, nur 200. Okay. In der Zwischenzeit kann ich schon mal eine kleine Netherwarzenfarm aufbauen. Melonenfarm habe ich ja eigentlich draußen sogar. Gold wird nur irgendwann wieder das Problem, werde ich. Aber das wird sich noch zeigen. Im Moment habe ich ja erstmal nochmal gefarmt gehabt. So. Okidoki. Dann ab nach unten. Glowstone vielleicht nochmal mitnehmen. Das ist. Und so. Ups. Das wollte ich machen. Ja. Hä? Jetzt. Okay. Warum ich das jetzt gemacht habe, einfach nur, weil ich den Gloster und das brauchte. Okay. Ab nach unten. Und dann nochmal die Wasserflaschen reinwerfen. Mit einer Netherwarze. Und hier hinten können wir schon mal eine kleine Farm anbauen. Muss jetzt erstmal nicht so schön sein. Hauptsache, wir haben ja erstmal was. In der Zwischenzeit kann ich hier nochmal ein paar glitzernde Melönchen machen. So, noch ein paar. Sehr gut. Okay. Gleich mal rein. Und dann, wo ist jetzt, da ist mein Sacrificial Knife. Wir brauchen nämlich jetzt für die Blood Runes. Brauchen wir zwei Blank Slates pro Blood Rune. Pro. Ne, wir brauchen zwei Blank Slates. Ja, ist auch richtig, okay. So. Okay, werfen wir das mal da rein und dann warten wir mal ab, dass das Ding endlich fertig wird. Und wir brauchen halt noch einen Brewing Stand irgendwann. Da muss ich mal gucken. Wie macht man eigentlich einen Crystal Cluster? Wir brauchen Soul und Life Shards. Ach du meine Güte. Demon Portal. Okay. So. Eine Slate haben wir schon mal. Fehlen noch genug. Wir brauchen nämlich insgesamt 8. Also wir brauchen 16 Slates. Und ich brauche noch mehr Cleanstone. Hi Purple. Was willst du machen? Hallo. Wie lädst du denn deinen Zauberstab auf? Hier in den Table. Einfach reinlegen, oder was? Ja. Oh, cool. Danke. Ich bin nur gerade am Überlegen, wo habe ich. Muss ich in den Keller kurz. Ein bisschen Kobbel holen. Geht der super fix? Ja, also nur super fix ist es nicht, das ist langsam. Das ist noch langsam. Geht noch wesentlich schneller. Glaub mir. So, dann erstmal das hier rein, das da rein. Okay, dann schmelze ich So, das noch wenn man dann. durch. Was? Wenn man dankt. Ja, ich kann das verstehen, dass die Firma dankt. Ich will mir nur fix so zwei Sachen craften. Es gibt ja auch. Und ich habe bis jetzt noch keine Wasser- und Luft-Dings gefunden. Okay. Ich bin gerade überlegen, man kann ja eine Potion Flask machen mit Tier 2. Da muss ich mal gucken in der Alchemie von Blood Magic, ob wir da vielleicht was Schönes draus machen können oder es nutzen können für unsere bösen Zwecke. Und zwar der Lebensregenerierung. So, nochmal drei Flaschen rein und eine Melone. Das Nervige ist halt, es braucht am Anfang eine ganze Zeit, bis es fertig ist. So. Reichen die überhaupt? Nee. Mir fehlt im Endeffekt genau ein Cobblestone. Ein Cleanstone.
Na gut, zum Glück habe ich noch welchen gemacht. So und so. Das Ding ist auch durch, ne? Ich bin ein Idiot. Man wirft da nicht zuerst die glitzernde Melone rein. Moment, kann ich daraus überhaupt noch awkward machen? Und es lädt und es lädt und es lädt. Nein, nur mundane. Sehr gut. Ich fühle mich sehr gut, dass ich das geschafft habe, jetzt die ganzen Potions zu verschwenden. Ich könnte natürlich auch... Ich habe eine Idee. Ich mache mal einen Eimer. Bringen wir mal Wasser da nach unten. So. Wasser. Oh, Botania muss ich unbedingt auch nochmal was machen. Da gibt es ein Item, was ich unbedingt noch zeigen will. Erstmal mal Blood Magic ein bisschen. Kann ich das vielleicht hier oben irgendwie? Nee. Nee, das wird nichts. Das weiß ich jetzt schon. Hier mal weg. Und mal Wasser hin. Und dann können wir hier die Potion auffüllen. Sehr gut. So, nee, da war es. Muss nämlich zuerst rein. So, dann werde ich jetzt noch ein paar Blank Slates machen. Und wenn ich genug habe für 8 Blood Runes, bin ich wieder da. Also, bis gleich. Gut, weiter geht's. Ich habe... Der Schnauze hat gerade Bescheid gesagt, das war dann. Ja, so, ich habe ein paar Blank Slates gemacht. Und wir können jetzt 8 Blood Runes machen. Und die können wir jetzt hier einmal um den Altar außen rum. Ups, was war das jetzt? Platzieren. So. Ich nehme mal hier kurz das Ding raus, sonst wird das gleich zu was anderem. Und wir haben jetzt, wenn wir jetzt hier mit Sigil machen, sehen wir jetzt hier Current Tier 2. Wir haben es geschafft. Wir haben endlich den zweiten Tier des Altars. Und was wir jetzt machen können dadurch, ist einen Apprisions Blood Orb. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Blood Moon is Rising. Oh, fuck it. Oh. Fuck it. Mann, das Schlimme ist, hier ist mein Decker halb so offen. Fuck. Bestimmt nur, dass ich meine Bienen draußen habe und ich die eigentlich weitermachen wollte. Ja, dann melde ich mich gleich zurück. Dann muss ich mal kurz jetzt hier erstmal... Oh Gott, ich bin hier unten so ungeschützt. Ja, Apokalypse. Ja, Apokalypse bricht aus. So, okay, also bis gleich. So, Blood Knight ist hoffentlich vorbei, oder? Blood Moon. Was ich jetzt erstmal mache, ich werfe jetzt ein Emerald in Blood Altar. Tier 2 mit 5000 Life Points müsst ihr drin haben. Da kriegt ihr diesen neuen Blood Orb. In der Zwischenzeit mache ich mal einen Blood Orb plus 2 Obsidian und drüber einen Brewing Stand und wir kriegen das Alchemic Chemistry Set. Was daran cool ist, ihr könnt Potions machen. Selber nicht. Na doch, man kann Potions machen. Und das Tolle an den Potions ist, ich stelle das hier mal. Es hat geleckt. Diese Potions, die ihr dann kriegt, diese Potion Flask, braucht ihr einen Glasbottle, könnt ihr 8-mal benutzen. Ja, das ist schon mal ordentlich. Einziger Nachteil ist, ihr braucht Blut im Blutnetzwerk. Ich habe jetzt hier 800 drin. Ach. Ah, cool. Wenn man das Division Cycle jetzt in der Hand hält, sieht man am linken Bildschirmrand, wie viel Blut man gerade hat. Cool. Das ist neu, das wusste ich gar nicht. Okay, habe ich noch irgendwo... Ich habe da hier Potions aufgeblubbert. Da, so. Ja, jetzt haben wir halt diesen Appreciant Blood Orb. Kann ich auch mal aktivieren auf mein Blutnetzwerk. Jetzt dürfte das... Ja, jetzt ist mein Blutnetzwerk wesentlich größer geworden. Und man sieht hier kaum noch das Blut drin, was ich jetzt im Moment habe, diese Tausender. Ja, was ihr auch machen könnt, ihr könnt einen Blood Orb in euren Blattaltar packen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier im Blattaltar noch 1800 drin. Wenn ich das Ding reinlege, dann fülle ich mein Blutnetzwerk damit. Und das ist relativ cool. Damit könnt ihr dann, ohne dass ihr jetzt Angst haben müsst, sage ich mal, dass euer Blut leer läuft, könnt ihr es einfach nebenbei aufladen. Von eurem Blutnetzwerk halt. Bis halt nichts mehr im Pool ist, dann ist vorbei. So. Ich packe mal den Prescient rein. Wie viel haben wir jetzt im Netzwerk? Wir haben jetzt 3000. Ja, das dürfte erstmal im Moment reichen. Dann machen wir nochmal hier ein bisschen
in den Bottich rein. Und jetzt haben wir hier drin 1000. Wir brauchen nochmal 1000 mehr. Jetzt haben wir 1800. Jetzt haben wir 2000. So, da können wir eine Glasflasche reinlegen. Ich futter nochmal. Ich futter nicht. Ich trinke nochmal eine Potion. So, auch noch ein bisschen Loot rein. Und dann nehme ich mal ein paar glitzernde Melonen mit. Ich nehme mal noch Standard Binding Agents, die ich bisher gefunden habe, mit. Dann brauchen wir die erstmal nicht machen, das machen wir dann später. Und jetzt haben wir hier eine Potion Flask. Die können wir jetzt hier reinlegen. Und mit Hilfe von einem Standard Binding Agent und halt zum Beispiel einer glitzernden Melone können wir das Ding blubbern lassen. Und was wir dann gleich rauskriegen, ist relativ cool. Jetzt kann ich hier mal das Blut opfern. So, jetzt haben wir eine Potion Flask mit Instant Health. Wenn wir die jetzt trinken, kriegen wir ein paar Herzen dazu. Es ist halt nicht die beste Heals, aber wir können auf jeden Fall aus einer glitzernden Melone können wir ohne zu viel nutzen müssen. Also der Standard Binding Agent ist natürlich, normalerweise gibt es hier den Weak Binding Agent. Für zwei Simple Catalyst brauchen, die aber auch nicht so schwer sind. Also im Endeffekt, wir brauchen keine Netherwarzen dafür. Das ist relativ cool. Man kann relativ schnell sich wieder Leben holen, um halt sein Blutaltar zu füllen. Ist halt nur ein bisschen nervig, wenn dann dauernd hier das Trinkgeräusch kommt. So. Und jetzt. Richtig, genau dieses nervige Geräusch. So. Das machen wir jetzt halt nebenbei ein bisschen. Also ich werde mal gucken, dass ich vielleicht noch ein paar schönere Potions hinkriege. Die Sache ist nämlich die, wir können mit Hilfe von dem hier einem Simple Catalyst, einer Netherwarze, Glowstone, Redstone und einem Simple Catalyst können wir einen Weak Filling Agent machen. Den können wir auch upgraden zu einem Standard. Dafür brauchen wir allerdings noch Terry, was auch nicht sonderlich schwer ist. Da werde ich offscreen mal ein bisschen was vorbereiten, weil es dauert eine ganze Weile, immer das ganze Zeug durchgeblubbert hat. Das mache ich dann bis zum nächsten Mal. Das war so ein paar Filling Agent. Vielleicht mache ich sogar die Standard schon. Muss ich mal gucken. Kostet halt alles Blut, dass wir auf jeden Fall immer unser Leben schön regenerieren können. Und das dann opfern können für unseren Blutanteil. So, das Ding ist jetzt leer. Und die einzige Möglichkeit, das aufzufüllen, wäre halt mit so einem Weak Filling Agent, dass man das hier praktisch in so ein Chemistry Set packt. Ansonsten müsste man es nochmal neu binden. Ich will jetzt nochmal kurz gucken. Wie konnte man das nochmal... Ja, wir konnten... Beispielsweise können wir hätten jetzt hier einen Lengthening Catalyst und wir hätten einen Power Catalyst. Lengthening bringt bei Instant Potions nichts, ist denke ich mal klar, warum es nichts bringt. Aber theoretisch so ein Power Catalyst würde was bringen, damit könnten wir nämlich den Regen verstärken noch. Ich werde da auch mal eins später machen. Kann ich mal gucken, habe ich jetzt hier irgendwo noch Redstone, kann ich mal mitnehmen. Clay habe ich sicher auch irgendwo. Dann mal Clay. Was brauche ich für so ein Ding? Sugar noch und Gunpowder. Sugarcane habe ich auch angebaut. Mal auch noch was irgendwo da. Auch mal mitnehmen. Und dann mache ich mal ein bisschen von dem Zeug. Ich habe ja noch so ungefähr... Wie lange habe ich noch? Ich habe noch... Ja, wir haben noch gut 5-6 Minuten. Da können wir noch mal was machen. So, wie viel Blut habe ich im Netzwerk? 2000 reicht. Erstmal Simple Catalyst. 2 Redstone, 1 Sugar, 1 Gunpowder, 1 Glowstone. Glowstone. Machen wir mal 4 Stück von. So. Das blubbert kurz. Zieht halt jetzt Life Points. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele. Wie viel zieht das? 200. Also einmal kurz schneiden zieht's. Ist jetzt nicht so viel. Wir haben schon 2 fertig. Sehr gut. Dann, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Redstone, noch mehr Glowstone und das. Okay. Ich muss mehr Glowstone holen. Glowstone. So. Und dann den Hammer, den ich von Blackie geliehen gekriegt habe. So,
Sehr gut. Nur Blackie kommt nicht an, das heißt, ich brauche ihm noch nicht zurückgeben. So. Okay. Sag ich ihm. Ja, dann sag's ihm mal. So, wenn wir jetzt diese Symbol Catalyst. Zwei davon und ein Clay zusammenpacken, kriegen wir ein Weak Binding Catalyst, wenn ich mich nicht irre. Sollte das jetzt der Fall sein? Ja, Weak Binding Agent, sehr gut. Und dann können wir mal... Wie viel kostet der normale nochmal? Wo bin ich? Wo ist der Binding Agent? Da. Dafür bräuchten wir noch Kristallos und Sanctus. Sanctus ist auch nicht so schwer. Ich weiß jetzt nicht, was Kristallos war. Auch nicht so schwer. Eis kann man eigentlich herstellen aus Wasser und einem Schneeball. Oder nehmen wir Schnee in Mana Infusion. Also, ja, müssen wir mal gucken. Erstmal den Weak Filling Agent brauchen wir noch. Das und Netherwurzeln. So, die können wir auch mal mit reinpacken. Ah, ich glaube, dafür brauchen wir einen anderen Blood Orb, oder? Brauchen wir da schon den nächsten Blood Orb für? Magicans, ja. Und dafür brauchen wir eine Tier 3. Hätte ich das mal eher gewusst. Na, egal. Wir können es anders machen. Also, wir können es nicht machen, aber wir können was anderes machen. So. Wir machen jetzt mal Weak Binding Agent haben wir. Wir könnten einen Power Catalyst machen. Ist jetzt die Frage, mache ich jetzt den Power Catalyst oder? Mehr eigentlich. Komm, wir machen den Power Catalyst. Binding Agent und Glowstone oder Redstone? Ich glaube war Redstone, oder? Power war. Ne, Glowstone. Glowstone. Brauchen wir da auch den besseren für? Ich wette ja. Ich glaube, wir können noch nichts mit dem machen. So sehr. Außer so ein paar Basic Potions. Ja. Okay. Gut, dann müssen wir auf später verschieben. Mit der Potion, mit dem Filling und allem Möglichen. Was wir jetzt theoretisch machen könnten, wir könnten einen Potion Flask nehmen, wieder eine glitzernde Melone und einen Binding Agent und dann kriegen wir nochmal eine volle. Allerdings sind die Binding Agents halt relativ teuer. Das heißt, ich werde jetzt mich wieder dran setzen und ein paar wie heißen sie? Dinge machen, ein paar Slates, weil ich habe schon wieder überzogen die Folge. So lange wollte ich gar nicht machen. Und Mann, doch wie bei Thomas Gottschalk. Ja. ich mache jetzt noch ein paar von den Dingern und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir weitermachen mit Blood Magic. Und ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschüss. Hallo. Ja, hallo.